Hi meine Lieben, ich bin's eure Jenny und heute möchte ich euch mein Get Ready With Me Video zeigen. Das ist mein allererstes Get Ready With Me Video und es ist ja so, dass viele von euch fragen, wieso machst du keine Haartutorials, wieso machst du keine Make-up-Tutorials? Deine Make-up sind so toll, deine Frisuren sind so toll, wie machst du dies, wie machst du jenes? Und ich habe mir überlegt, Get Ready With Me Videos sind eigentlich das Beste, was man machen kann, weil hier seht ihr, wie ich meine Haare mache, wie ich mein Make-up mache, welches Outfit ich mir auswähle, was der Gedanke hinter dem ganzen Tada ist, welchen ich heute hier habe und darum denke ich, ist es das Beste, natürlich Hair- und Make-up-Tutorials mit in diese Welt hineinzuschieben, aber auf jeden Fall auch ganz viel mit Get Ready With Me Videos zu arbeiten und das ist jetzt sozusagen das allererste Get Ready With Me Video, also seid gespannt. Ich werde euch zeigen, was ich getragen habe. Ich werde euch in der Infobox aufführen, wo ihr die Sachen herbekommt, wo ihr dieses Haar herbekommt, wie ihr dieses Make-up kreieren könnt und was mein Gedanke dahinter ist, was meine Philosophie hinter diesem ganzen Outfit ist. Und es ist mein Stil. Ihr müsst es nicht nachmachen. Ihr könnt es nachmachen oder ihr könnt euch anhand der Farben, der Schnitte oder des Ganzen vielleicht inspirieren, an euren Kleiderschrank zu gehen. Vielleicht nicht gerade einzukaufen, um das zu kaufen, sondern in euren Kleiderschrank zu gehen und vielleicht das, was ihr bereits habt, ein wenig umzumodeln und so zu kombinieren, dass es vielleicht so aussieht. Also die nehmen das Seine. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und bitte euch, mir auf allen sozialen Netzwerken zu folgen, die ihr hier aufgeführt bekommt. Snapchat, Instagram, sowohl als auch Facebook. Folgt mir entweder jetzt oder zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es natürlich auch mit einem Daumen hoch raten. Das hilft mir immer zu monetarisieren, ob ihr das mögt, was ich mache und ob ich dranbleiben soll und vielleicht einmal im Monat genau diese Art von Video posten sollte. Ich will auch nochmal, bevor ich jetzt anfange, kurz sagen, dass das Folgen auf den sozialen Netzwerken auch überhaupt kein Zwang ist. Aber ich möchte mit euch im Verlaufe eines Tages weiter im Kontakt bleiben. Ich möchte zu euch einen persönlichen Kontakt pflegen, denn ich bin ja eure Freundin, ich bin ja eure Tante, Tochter, Mutter, Schwester, Vater, wie auch immer. Also ich gehöre ja zu eurer Familie und deswegen finde ich, gehört es für mich dazu, einfach euch die Einladung zu geben, euch in meine Welt einzuladen. Snapchat ist jetzt mein Daily Vlog. Ich versuche es täglich zu machen, irgendwie so einen Gedanken festzuhalten und euch vielleicht einen kleinen Tipp zu geben oder euch zu zeigen, wo ich mich gerade befinde und was mich gerade inspiriert. Ja, und das ist es schon. Ich würde sagen, auf geht's! Meine lieben Freunde, zuallererst trinke ich meinen Kaffee. Ich habe da ein wenig Zimt reingetan, denn Zimt hilft natürlich auch sozusagen den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Von AUK habe ich das Gesichtswasser genommen und jetzt benutze ich den Primer Prep & Prime von MAC und jetzt auch einfach mal meine Foundation. Alle Produkte, die ich jetzt hier verwende, findet ihr in der Infobox. Und jetzt habe ich von MAC den Concealer, den trage ich unter meinen Augen auf. Ich liebe diesen Concealer, er deckt super schön ab und es hat trotzdem nicht den Effekt, als wie wenn man so zugekleistert ist. Jetzt habe ich einen Astor Augenbrauenstift in so einem aschig-braunen Ton. Und jawohl, ich habe mir die Augenbrauen nachgemalt und jetzt nehme ich einen weiteren Concealer und mache meine Augenbrauen ein wenig sauber damit. Jawohl, meine Lieben. Ich glaube, wir sind fertig. Nee, doch nicht fertig. Weiter geht's nämlich und ich muss jetzt nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Die Naked 2 Palette und von Urban Decay der Primer. Der kommt jetzt direkt aus bewegte Lid und jetzt habe ich diesen wunderbaren Rouge von MAC und den nehme ich auch als Transition Color auf meine Lidfalte. Aus meiner Naked Palette nehme ich mir einen helleren Farbton. Wie gesagt, alle Angaben findet ihr in der Infobox. Und jetzt male ich mir einen schönen Eyelinerstrich, einen ziemlich akkuraten, schlichten und einfachen Eyelinerstrich. Denkt bitte daran, sehr nah am Wimpernkranz zu bleiben. Und jetzt nehme ich aus der Naked Palette einen etwas dunkleren Farbton und gehe von der Seite aus, ziehe nicht zu weit nach oben und verstreiche den Eyeshadow sozusagen bis in die Mitte hin des Auges. Und das mache ich ganz leicht, damit ich so einen richtig schönen, leichten Übergang habe. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite und das ist so ein bisschen der 60s Look. Und jetzt
verblende ich meinen Lidschatten mit einer fluffigen Bürste und tusche meine Wimpern auf diese Art und Weise. Ein Kajalstift von MAC. Und das Ganze wird verblendet mit dem dunkleren Eyeshadow aus der Naked 2 Palette. So, Wimpern habe ich mir geklebt. Wie man Wimpern klebt, habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ansonsten mache ich dazu auch nochmal ein separates Video. Hier habe ich einmal dieses tolle Dingens von MAC. Es ist ein super Trick, wie gesagt. Ihr findet es auch in der Infobox, was ich da genau benutzt habe. Und das ist auch ein MAC Lip Gloss. Ich habe so viel MAC, ich werde dafür nicht bezahlt, Mensch. Aber ich liebe MAC einfach und deswegen ist dieses Video so MAC-lastig. Das ist ein H&M Luminizer Pulver, welches ich mir bei eBay nachgekauft habe. Und jetzt seht ihr, wie ich sozusagen meine Wangenknochen akzentuiere, meinen Kinnbereich. Und ich habe jetzt nicht so Contouring und Highlighting vorgenommen, beziehungsweise highlighte ich und habe jetzt so eine ganz schnelle Contouring-Highlighting-Aktion gestartet. So, ich muss jetzt meine Haare machen. Ich bin kurz aufgestanden, das habt ihr gerade gesehen. Ich kämme die einmal mit dem Kamm durch. Das ist eine Lace Closure, eine Silk Base Closure, beziehungsweise Scheitelabschluss. Das ist ein Babyliss Lockenstab und wie gesagt, die Angaben findet ihr wo? Na, in der Infobox. Die Haare könnt ihr bei smarthair.com bestellen. Ihr wisst ja, Haare sind mein Leben. Und ich habe einen richtig tollen Webshop und da bekommt ihr das her. Paul Mitchells Super Skinny Serum ist auch einfach mal mein absoluter Favorite als Finish. Das mache ich mir zum Schluss der Frisur in die Haare, um das Flughaar ein bisschen hinzulegen. Jetzt gibt es dazu nochmal direkt Haarspray, um die Sache etwas zu festigen. Und jetzt haben wir einmal von Bernay das Banana Powder. Ich bin absoluter Banana Powder Fan. Das habe ich mir vergessen aufzutragen. Das mache ich dann nochmal ganz schnell. Schön unter die Augen. Und was Tolle an dem Banana Powder ist, dass man nicht so Falten hat, wenn man es aufträgt. Und ja, es ist halt richtig schön abmattierend. Es gibt einen schönen Teint. Es ist so ein bisschen gelbstichig. Es gibt verschiedene Nuancen. Das Banana Powder ist für mich das Allerbeste. So, und das war's auch schon. Jetzt seht ihr, wie meine Haare sitzen, wie mein Make-up ist. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob es euch gefällt. Jetzt zeige ich euch auch gleich direkt mein Outfit. Ratet das Video mit einem Daumen hoch, wenn ihr diesen Look mögt. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann bombardiert mich ruhig mit Fragen in meinen Kommentaren. So, ich finde den Look ganz klasse. Jetzt habe ich diese Schuhe von Primark. Die sind super, die habe ich euch auch schon in meinem Lookbook gezeigt, beziehungsweise im Primark Haul. Ich hoffe, euch gefällt mein Outfit. Und ihr liebt es und könnt daraus Inspiration ziehen. Ich liebe euch, ihr seid schön, wie ihr seid. Bis zum nächsten Mal, nämlich bis zur nächsten Woche. Bye, bye.